Ja, hallo, hier ist wieder Zugsocher.de. Willkommen auf meinem Videokanal. Heute wollen wir nochmal über einen Desk Mini reden aus der ASRock-Serie, und zwar den X300. Der X300 ist genauso wie der H470 ein Mini-PC, der sehr, sehr klein ist. Ich zeige es euch hier mal nebeneinander. Mit dem einzigen Unterschied, dass der H470 für Intel-Prozessoren und der X300 für die AMD Ryzen-Prozessoren benutzt wird. Ich hatte ja den H470 mir schon zusammengebaut mit einer i5-CPU. Ich verlinke euch das Video mal hier oben. Und weil die Ergebnisse, oder vielleicht hatte ich auch falsche Hoffnungen mit DaVinci und dem QSV, also Quick-Sync Support bei dem Intel-Prozessor, zwar vorhanden sind, aber doch nicht so gut sind, dass man tatsächlich mit so einem kleinen Gerät Videos schneiden kann, habe ich ein bisschen mehr Hoffnungen in einen AMD Ryzen gesetzt und habe mir den X300 Mini mit einem Ryzen 5700G geholt, also einem 8-Kerner mit eingebauter GPU. Der Zusammenbau des Gerätes, ich zeige euch das hier mal kurz in einem Timelapse, war praktisch genauso wie beim H470. Das heißt, man installiert das RAM, den Lüfter und eine eventuelle NVMe als Datenspeicher und schon kann man das Gerät starten. Im Gegensatz zum H470 war auch hier ein Lüfter dabei, aber da reden wir später drüber. Mit der eingebauten GPU und insgesamt 32 GB RAM war das System, zumindest laut Cinebench und so weiter, praktisch gleich schnell wie mein großer PC. Gut, der ist ja auch mittlerweile 6 Jahre alt und das wurde auch in der Praxis bestätigt. Weil da habe ich nämlich insgesamt mal 5 Videos genommen, habe die mit Handbrake konvertiert. Großer PC mit der Nvidia Grafikkarte hat für diese 5 Videos im Moment 36 Minuten gebraucht. Und der X300 mit der eingebauten Grafikkarte 3649, also knapp mal 1 Minute länger. Während der H470, den habe ich dann nach 86 Minuten mal festgestellt, aber nur aufgrund des Protokolls und nicht handgestoppt, weil das einfach zu lang war. Man kann den kleinen PC tatsächlich für Videoschnitt gebrauchen, wenn man so ein paar Regeln einhält, wie zum Beispiel die Anzeige muss ja nicht volle Auflösung haben, die kann auch mit halber oder viertel Auflösung wunderbar laufen, um da ein bisschen Kapazitäten einzusparen. Und man sollte auch, ich mache normalerweise alle meine Anpassungen in einem Adjustment Clip in DaVinci Resolve und den lasse ich deaktiviert, wenn ich tatsächlich noch schneide. Und dann klappt das auch soweit mit dem Schneiden. Allerdings beim Exportieren nutze ich dann den größeren PC, weil, wie man hier zum Beispiel sehen kann, ist selbst beim Abspielen des Videos die eingebaute GPU fast am Anschlag. Geschweige denn, wenn auch noch mehrere Ebenen, mehrere Videoeffekte, Color Grading und so weiter dazukommen, dann ist das einfach zu langsam. Aber um mal einen groben Schnitt zu machen, reicht das System vollkommen aus. Der X300 ist auch relativ sparsam, trotz der, ja, ich sag jetzt mal, Kraft, die in ihm steckt, nämlich er braucht im Leerlauf 11, 12 Watt. Geht natürlich, je nachdem, wenn man ihn wirklich hochgeht und ihn fordert, dann auch teilweise auf 70 Watt hoch, aber für einen Homeoffice-PC ist das wirklich ideal. Wie gesagt, bei der CPU als auch beim Gehäuse selbst waren jeweils ein Lüfter dabei. Ich habe dann auch zuerst mal einen dieser beiden Lüfter verbaut und ich zeige euch das mal hier von der Geräuschkulisse, wenn man dann in DaVinci zum Beispiel Proxy Media erzeugen lässt, was die CPU dann schon erheblich fordert. Ja, wie ihr sehen oder besser gesagt hören konntet, das ist schon ein kleiner Unterschied. Ich habe mich dann dazu entschlossen, diesen Lüfter wieder zu entfernen und durch einen Noctua zu ersetzen. Der liefert bessere Ergebnisse, trotzdem ist auch der hörbar, wenn die CPU wirklich gefordert wird, also tatsächlich alle Kerne laufen und so weiter, dann hört man den auch. Aber er ist trotzdem
ein gutes Stück leiser. Ich zeige euch hier mal die beiden Gehäuse im Vergleich. Von vorne sieht man da kaum einen Unterschied. Und auch intern, die NVMe wird mit PCI 3.0 angebunden und erreicht auch entsprechende Geschwindigkeiten. Die größten Unterschiede hat man auf der Rückseite, weil da weniger USB 3 Ports und sogar noch ein USB 2.0 Port zu finden ist, was man normalerweise auf dem H470 dann eben nicht hatte. Trotzdem ist es ein komplett ausgestatteter PC. Man kommt auch damit hin, weil man kann zwei NVMEs installieren und zusätzlich nochmal zwei SSDs oder 2,5 Zoll normale Platten, sodass man da vier Laufwerke zur Verfügung hat. Und das ist je nachdem, wenn man die mit einem Terabyte oder so, was ja heute Standardgröße ist, auswählt, hat man auch genug Speicherplatz für so einen, für einen Homeoffice-PC, auf dem in Anführungszeichen nur Office und sowas gemacht wird, reicht das mehr als. Ja, das war mein kleines Review zum X300, der also mein Homeoffice-PC als sparsamer PC ist und der auch mit Einschränkungen für Lightroom Photoshop auf jeden Fall zu gebrauchen ist und sogar mit Einschränkungen für Videoschnitt zu gebrauchen ist. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, könnt ihr natürlich gerne stellen, entweder in die Kommentare hier zu diesem Video oder in dem passenden Blogpost. Und wenn das Video ein klein wenig hilfreich war, würde ich mich natürlich über ein Gefällt mir freuen. Und noch mehr würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Dann vergesst aber bitte die Glocke nicht. Dann erhaltet ihr jedes Mal eine Benachrichtigung, sobald ich ein neues Video hochlade. Ja, das war's von mir zum X300 ASRock Desk Mini. Und mir bleibt nichts anderes übrig, als zu sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, Tux Oche.